Das Schweizer Bergdorf Zermatt im südlichen Wallis ist vor allem aus einem Grund so populär. Mit dem Matterhorn steht hoch über dem Talgrund der vielleicht bekannteste Gipfel der Welt. Seit Jahrhunderten strömen Touristen in das Mattertal, in die einmalige Bergwelt mit ihren unzähligen 4000ern in ihrer ganzen Pracht zu bestaunen. Wenig erstaunlich siedeln sich daher auch schon früh die ersten Bergbahnen an, um den Touristen die Möglichkeit zu geben, den Bergen ein Stück näher zu kommen. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts nimmt die Gornergratbahn den Betrieb auf, die erste Seilbahn folgt allerdings erst 1942. Ein durchwegs anspruchsvoller Schlepplift des Konstrukteurs Samueli Huber nach dem System Konstam erschließt fortan das Soneckergebiet oberhalb von Zermatt. Schon 5 Jahre später wird er auf dieser Strecke durch eine VR 101 Seitwärtssesselbahn ersetzt. Eine neue Aufgabe erhält er im darauffolgenden Winter als zweite Sektion von Soneckar nach Blauherd. Heute wird diese Strecke durch eine Kombibahn aus dem Hause Garaventa bedient. Die Anlage entsteht 2005 und stellt damals wie heute die mittlere Sektion der 3 Teilstrecken von Zermatt auf das Unterrothorn dar. Da bei der ersten Sektion als Standseilbahn und der 3. Teilstrecke als Pendelbahn die Fahrgäste ihre Ski abschnallen müssen, ergibt ein Einsatz von Kabinen auf diesem Abschnitt Sinn. Die Sessel dienen dagegen im Winter Wiederholungsfahrern auf der parallel zur Bahn verlaufenden Piste. Die Kombination aus beiden Fahrbetriebsmitteln ist daher eine ideale Lösung. Im Sommer sind dagegen nur die Kabinen im Einsatz. Alle Betriebsmittel gemeinsam können maximal 2400 Personen pro Stunde befördern. Bei einer Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde überwinden die Kabinen und Sessel 1,2 Kilometer Strecke und knapp 280 Höhenmeter. Der Antrieb der Anlage befindet sich in der Bergstation, die hydraulische Abspannung im Tal. Die heutige Kombibahn stellt übrigens einen Zustand wieder her, der zwischen Soneckar und Blauherd bereits Jahrzehnte zuvor anzutreffen war. Auch damals hatte man die Wahl zwischen einer Fahrt mit dem Schlepplift aus den 40er Jahren und einer 1967 ergänzten Kabinenbahn der Firma Giovanola. Der Schlepplift wurde Ende der 80er Jahre beim Bau der Sesselbahn Patronave abgebaut, die Kabinenbahn drehte noch bis zum Bau der heutigen Anlage ihre Runden. Deren Kabinen fanden nach dem Abbau in Zermatt in Aminona im Skigebiet von Grand Montana noch einmal für ein knappes Jahrzehnt Verwendung.